Hallo ihr Lieben, mein Name ist Dominik Michel, Inhaber der Firma SFC Solution for Cars und ich möchte euch heute die Pandora Smart Pro V3 an diesem wunderschönen Kia Sorento aus dem Baujahr 2021 mal ein wenig näher bringen. Ich persönlich finde eine hammergeile Alarmanlage mit einem noch viel schöneren und besseren Auto, beides zusammen quasi schon fast unschlagbar. Und wir wollen eigentlich nur, dass der Kunde sein Fahrzeug behält und insofern haben wir einfach mal ein bisschen Technik nachgerüstet. Ihr kennt es aus unseren anderen Videos. Die Pandora Smart Pro V3 als aktuelle Variante mit LTE und Bluetooth 5.0 hat den integrierten zweistufigen Schocksensor. Wir haben die Überwachung der Türen und Klappen. Wir haben einen Lagesensor, einen Beschleunigungssensor. Zusätzlich kriegen unsere Systeme immer diesen sogenannten Glasbruchsensor mit rein. Das heißt also, wenn wir platzende Scheiben haben, dass wir die mit detektieren können. Wegfahrsperre gehört bei uns mit zum guten Ton. SIM-Karte kriegt ihr von uns auch noch gleich mit rein. Insofern können wir euch das Fahrzeug komplett mit voll integrierter Alarmanlage wunderbar überreichen und ihr habt ein Sorglospaket. Gesteuert wird die gesamte Alarmanlage entweder über den originalen Fahrzeugschlüssel oder über das vorhandene Keyless-System. Prinzipiell von der Bedienung unheimlich einfach. Das heißt, ich mache mein Auto zu. Alarmanlage geht automatisch mit scharf. Dies wird mir unter anderem über einen Quittierton der Alarmanlage bestätigt, dass die Alarmanlage scharf geschaltet ist. Und beim Öffnen haben wir zwei Pieptöne. Somit kann ich ganz einfach mein Auto nach wie vor benutzen. Das heißt, so wie ich mein Auto gestern geöffnet oder geschlossen habe, mache ich es auch morgen, nur dass wir entsprechend die Alarmanlage mit steuern können. Die Deaktivierung des Fahrzeugs bzw. der Alarmanlage selber kann immer nur dann erfolgen, wenn auch dieser Transponder mit bei ist. Dieser wiederum ist per Bluetooth 5.0 an die Alarmanlage angemeldet und sofern der entsprechend in Reichweite zum Auto ist, wertet das die Alarmanlage als gerechtfertigter oder gewollter Zutritt. Wenn der fehlt, können wir die Alarmanlage bei dem Öffnungsvorgang nicht deaktivieren lassen und insofern würde die Alarmanlage nach einem kurzen Augenblick nochmal auslösen. Um euch das einfach mal auch zeigen zu können, würde ich jetzt mal hier die beiden Transponder entsprechend in so einem RFID-Bag verschwinden lassen. Das heißt, wir schließen unser Fahrzeug. Jetzt bringe ich mal die Transponder aus Reichweite. Schmeißen wir mal unelegant weg. Und wenn jetzt der Öffnungsbefehl seitens der Werksfernbedienung oder des Reichweitenverlängerers kommt, ihr kennt es aus unseren anderen Videos, würde jetzt geöffnet werden. Ihr hört den Quittierton dafür nicht, das heißt, die Alarmanlage ist weiterhin scharf. Und wenn wir jetzt die Türe öffnen, guckt die Alarmanlage nochmal und da hast du den Alarmton. Jetzt können wir drücken, was wir wollen. Hier passiert gar nichts mehr. Erst wenn ich wieder mit dem Transponder in Reichweite zum Auto bin, erkennt das die Alarmanlage selbstständig und lässt somit eine Entschärfung zu. Hiermit wollte ich euch einfach mal zeigen, dass wirklich diese zweistufige Authentifizierung super geil funktioniert und völligst einfach von der Bedienung ist. Um euch mal zeigen zu können, wie gut wirklich unser Glasbruchsensor funktioniert, habe ich mich jetzt mal in den Innenraum des Fahrzeugs begeben. Wir haben das Fenster logischerweise unten, weil wir es ja auch nicht kaputt machen wollen und die Kamera mich besser sehen möchte. Aber prinzipiell, Alarmanlage ist scharf geschaltet. Das System guckt jetzt nochmal, sind wirklich alle Türen, Klappen geschlossen. Ansonsten würde es nochmal eine Fehlerwarnung geben. Und wenn es jetzt ein lautes Geräusch im Innenraum gibt und dazu kann ich einfach mal ganz normal in die Hände klatschen, seht ihr, Alarm wird sofort generiert, einfach aufgrund der Akustik. Das Ganze wird mir natürlich dann sofort auch in meinem Telefon als Push-Nachricht dargestellt. Das heißt, ich habe einen Alarm durch den extern angeschlossenen Hauptsensor. Vorhin hatten wir entsprechend den Alarm durch Öffnen der Fahrertür, was ich euch gezeigt hatte. Das alles wird protokolliert. Insgesamt ist mein gesamter App-Verlauf für 100 Tage rückwirkend in der App zu sehen. Danach löscht er sich alleine hinten automatisch. Aber auch in der App, zeige ich euch gleich nochmal ein bisschen detaillierter, sieht man es wunderbar wirklich, wann hatte ich wo welchen Alarm. Die vorhin erwähnte Wegfahrsperren-Funktionalität erreichen wir logischerweise durch die Steuerung der Alarmanlage selber. In dem Kia Sorento aus dem Jahr 2021 ein wenig tricky, aber auch das haben wir entsprechend wunderbar gelöst bekommen. Hier ist es leider Gottes so, dass kurzfristig einmal der Motor anfängt zu starten, aber dann sofort wieder abstirbt. Ich kann euch das gerne zeigen. Das heißt, Alarmanlage ist scharf. Jetzt würde sich der Dieb irgendwie Zutritt zum Auto verschaffen.
wir wollen jetzt nichts kaputt machen. Deswegen zeigen wir jetzt einfach mal diesen Startversuch. Das heißt, wir schalten die Zündung ein. Alarm wird generiert. Und jetzt würde ich versuchen zu starten. Das heißt, mein Fuß steht auf der Bremse. Ich drücke Push to Start. Und ihr seht, das Fahrzeug will zwar starten, aber läuft nicht durch. Also auch hier wieder eine wunderbar einfach zu bedienende Alarmanlage nach wie vor mit allem technischen Schnickschnack, was wir brauchen, damit dieses wundervolle Auto bei euch bleiben kann. Seht es mir bitte nach, wenn ich in den Videos von uns nicht immer so detailliert auf die Wegfahrsperre eingehe, weil wir haben natürlich auch Angst, dass vielleicht die finsteren Gemüter dieser Welt unsere Videos sich anschauen und dann erahnen können oder wissen können, wie wir unsere Wegfahrsperrentechnik realisieren. Das soll so ein bisschen wohlgehütetes Geheimnis bleiben. Klar, meine Kunden bei der Fahrzeugübergabe wissen dann im Groben, wie es geht. Das klären wir aber bitte immer im persönlichen Gespräch, wenn wir das Auto an euch übergeben. Meine Händlerkollegen genauso, die verlieren darüber auch seltenst viele Worte. Das soll, glaube ich, aber auch so sein, weil wir da einfach mal dem Datenschutz entsprechend Genüge tun wollen. Wir hatten es heute noch gar nicht erwähnt. Die Pandora Smart Pro V3 hat natürlich auch eine GPS-Ortung mit bei inklusive Anrufalarm. Das heißt, ich kann aus der App heraus mir punktgenau angucken, wo sich mein Auto gerade befindet. Wir können aus der App heraus auch die Telefonnummern eintragen, die im Alarmfall angerufen werden sollen. Wir haben diverse Steuerungsmöglichkeiten. Wir sehen allerhand Zustände, alleine Motortemperatur, Tankvolumen, Außentemperatur, Batteriespannung. Und als zusätzliches Highlight in dem Auto haben wir es mal realisiert, ist die Öffnung des Kofferraums über die App. Das heißt, ich gebe den Befehl aus der App heraus und mein Kofferraum geht wie aus Geisterhand einfach auf. Ist insofern eine schöne Geschichte, wenn man wirklich meine Frau des Hauses, also meine Partnerin an der Stelle, mal wirklich noch was hinten aus dem Auto holen möchte und ich aber schon bequem auf dem Sofa sitze. Von meiner Seite aus war es das erstmal im Groben bei diesem wundervollen Auto mit der Pandora Smart Pro V3. Wenn ihr Fragen haben solltet, dürft ihr uns jederzeit anrufen, Telefon, per E-Mail uns kontaktieren. Ihr dürft auch gerne vorbeikommen, schreibt uns per WhatsApp an. Da haben wir diverse Verlinkungen bei uns auf der Homepage. Ansonsten wünsche ich euch einen zauberhaften Restabend. Ich mache dieses Auto zu. Ich habe jetzt Feierabend bzw. warte noch, bis unser Kunde vorbeikommt und dieses wundervolle Auto abholt. Ansonsten, das war Pandora Smart Pro V3 im Kia Sorento, Baujahr 2021. Bleibt gesund, habt viel Spaß und insofern bleibt gesund in der heutigen Zeit. Euer Dominik. Bis bald. Guide you in every way.